Hallo zusammen, ich habe hier eine Liontron Batterie, eine 12 Volt 40 Ah. Ich habe hier aus Datenblatt, der Preis liegt bei 571 Schweizer Franken. Das Datenblatt verlinke ich euch unten im Videobeschrieb. Wir packen die Batterie jetzt aus. Hier, das Ding ist relativ gut eingeschrumpft. Original, direkt aus China. Sage ich jetzt einfach so, um mich dumm daher zu reden. Wir haben oben wieder ein Styropor, oder kein Styropor, sondern irgendwie ein Kunststoff. Eben, die Batterie ist auch lageunabhängig einbaubar. Ihr seht, das ist relativ gut zugepackt. Die Batterie hier ist wieder in Folie eingepackt. Das mache ich jetzt hier auf, alles zu demontieren. Das kann man jetzt hier über dieses Signet mit dem App, mit dem Handy fotografieren, das App runterladen und ich kann dann schauen, wie es dieser Batterie geht. Ich vermute, wie die anderen Batterien, sind die normal 30% geladen. Und ich habe einen Schraubenzieher. Seht, ich habe hier ein Sicherheitssiegel. Und wenn ich hier durchschneide, ist er wahrscheinlich der Garantie schon 5-mal erloschen. Wollt ihr die Batterie? 10% Rabatt? Schreibt mir eine Mail, kein Thema. Aber wir schrauben das Ding jetzt auf. Es sind hier, ich weiß auch nicht, chinesische Kreuzschlitzschrauben. Also so ein richtiger Philips, passt nicht ganz. Nach Datenblatt, was ich euch unten verlinkt habe, kann ich die Batterie mit 40 Ampere Dauerstrom beladen und mit 80 Ampere entladen. Also die Batterie, muss ich ein bisschen näher kommen, die stinkt noch nach Kunststoff innen drin, weil das wahrscheinlich zusammengeklebt ist. Ich habe hier ein Schutzpapier zum Isolieren der wir hätten dem gesagt früher Ölpapier. Da brauchte man zu meiner Zeit noch zum Trennen von Transformatoren. Also das heißt hier wahrscheinlich, um diesen Schutz von der Batterie zu trennen. Unten habe ich auch diese gleichen Schrauben. Ich habe hier zwei, ich schätze 4 Quadratkabel. Chinese hat es nicht beschriftet, aber hier steht, ja, 4 Quadratkabel. Und wenn ich dann hier die Verordnung Kabelquerschnitt, Strombelastung von Kabel rausnehme und ich gucke hier beim 4 Quadratkabel, kann ich das Teil mit 25 Ampere belasten. Maximum. Ich habe 2 Kabel, A4. Also ich könnte hier dauerhaft, ich sag mal, 50 Ampere rausziehen. Dann wird das Kabel schon grenzwertig, vor allem wird es dann sicher schon ein bisschen warm in diesem geschlossenen Kasten. Aber sonst von der Verarbeitung her, innen drin die einzelnen Zellen, es macht relativ einen guten Eindruck. Ich habe die jetzt aufgeschraubt, die ist nickelnagelneu, 10% Rabatt, wenn ihr das wollt. Ich mache euch hier unten ein Video über das Belasten einer Batterie beim Laden mit 100 Ampere.
sonst noch ein anderes Video. Ich wünsche euch einen schönen Tag hier mit der 12 Volt 40 Ah Batterie von Liontron.